Ja, danke schön, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Ott, Dr. Ott, selbstverständlich, Sie führen Düsseldorf an, gerade bei der Kriminalitätsstatistik und der Entwicklung in Düsseldorf. Wie wir alle wissen, ist Düsseldorf, und das bezieht sich selbstverständlich auf die Polizei und die Ordnungskräfte, CDU-FDP geführt. Also bischen. Ja, ja. Und es steht ja auch ein reger Austausch zwischen dem Rat der Stadt Düsseldorf und dem Polizeipräsidenten. Man sitzt ja da nun ständig zusammen und kann die Entwicklung hervorragend verfolgen. Sei es drum, wir sind nach wie vor bei den Symptomen. Wir sind bei der Kriminalität und bei der Entwicklung. Lassen wir uns doch einfach mal der Menschen annehmen, der Betroffenen. Sie sprachen ja eben auch von Betroffenheit. Und damit sehen wir auch einmal, ich will einfach mal eine Deliktsgruppe herausgreifen, die hier überhaupt völlig unterbewertet worden ist, beziehungsweise überhaupt noch nicht angesprochen worden ist. Und zwar die Deliktsgruppe der Drogenkriminalität. Insbesondere Nordrhein-Westfalen ist davon sehr stark betroffen. Und wir dürfen sehen, in Nordrhein-Westfalen haben wir 850.000 Menschen plus x statistisch erfasste Konsumenten von Cannabis bzw. Cannabisprodukten. Es ist also so, dass Cannabis und deren Produkte mittlerweile zur Volksdroge geworden ist und in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Ich sagte eben schon, wir müssen uns im Bereich der Aufklärung bewegen und weniger in der Bekämpfung und Kriminalisierung von bestimmten Deliktsgruppen. Aufklärung ist gefragt. Mit der Aufklärung und der Entkriminalisierung findet auch gerade im Bereich des Konsums von Cannabis und Cannabisprodukten eine Verringerung bzw. Beseitigung eines Schwarzmarktes statt. Damit gleichzeitig natürlich auch eine Verringerung der Verfahren gegen einfache Konsumenten nach der Kifferdatei. Dazu sollten wir uns schlicht und ergreifend kooperativ zeigen, gemeinschaftlich an Konzepten arbeiten und versuchen, diese parteiübergreifend innerhalb unserer Gesellschaft zu besprechen, zu erörtern und politische Handlungsfolgen umsetzen. Das wird nicht in Nordrhein-Westfalen gehen, das ist sicherlich ein Bundesthema, aber wir können von Nordrhein-Westfalen immerhin entsprechende Initiativen starten. Sollte man sich darauf einigen können, die Piratenpartei wäre selbstverständlich sehr froh darüber. Wir sollten uns der Verantwortung stellen, und die Herstellung, den Verkauf und den Konsum von Hanfprodukten aus der Kriminalitätsstatistik versuchen herauszubringen. Sie dürfen eines nicht vergessen. Gerade Nordrhein-Westfalen ist auch ein Anbaugebiet, sehr starkes Anbaugebiet von Hanf. Die Herstellung von Hanfprodukten ist selbstverständlich erlaubt. Das Ziehen von Hanf bzw. von Cannabisprodukten zum Verzehr als Droge nicht. Ganz zu schweigen von dem Einsatz für medizinische Verwendungszwecke. Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, bestimmte Kriminalitätsformen in diesem Bereich der weichen Drogen, der Jugend, dem Jugendschutz und dem Verbraucherschutz zu unterwerfen. Lassen Sie uns weitergehend dann in die Schulen gehen und in die Begegnungsstätten und entsprechende Aufklärung herbeiführen. Und dann kommen wir sicherlich zu dem Punkt, wo wir sagen können, auch im Bereich der Drogenkriminalität kommt es zu einer Verringerung der Kriminalitätsstatistik. Und das wäre an dieser Stelle außerordentlich wünschenswert. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Mir liegt noch eine Wortmeldung vor des Herrn Abgeordneten Stottke von der SPD-Fraktion.